Erde und Mond sind seit Jahrmillionen dem Bombardement von Asteroiden ausgesetzt. Rund 2000 erdnahe Objekte sind bisher bekannt, andere kaum oder erst sehr spät zu entdecken, wie 2019 OK, der fast senkrecht auf die Erde zuflog und seine Position auf den Teleskopaufnahmen deshalb kaum veränderte. Ein Einzelfall ist der unerkannte Brocken aber nicht. 5 Jahre ist es her, dass hoch über der russischen Stadt Tscheljabinsk ein Asteroid explodierte. Die gewaltige Druckwelle verletzte mehr als 1500 Menschen und beschädigte Tausende von Häusern. Und es kann jederzeit wieder passieren. Ein Teil von 10 Meter Durchmesser kommt etwa alle 5 Jahre. Aber selbst solche Teile können die vielfache Energie einer Hiroshima-Bombe haben. Der Asteroid über Russland war ca. 14 Meter groß, 2019 OK dagegen knapp 100. Die Geschosse aus dem All sind 20 Mal schneller als eine Gewehrkugel. Der Einschlag eines größeren Brockens wäre verheerend. Glücklicherweise sind die Chancen dafür ziemlich gering, aber sie sind nicht null. Deshalb ist es so wichtig, diese Objekte finden zu können. Finden und von der Erde ablenken. An diesem Plan arbeiten NASA und die europäische ESA zusammen. Die NASA würde einen sogenannten Impactor kamikazeartig in einen kleinen Asteroidenmond hineinfliegen. Wir Europäer von der ESA, wir wären dabei, wir würden das Ganze beobachten und wissenschaftlich analysieren. In 10 Jahren rast der Asteroid Apophis, benannt nach dem altägyptischen Gott der Zerstörung, auf die Erde zu. An einem Freitag, den 13., wird der 300-Meter-Brocken haarscharf an uns vorbeifliegen, vorausgesetzt, die Berechnungen stimmen.